Das war ein Massaker. Das Vierte hat vor 2 Monaten 8 neue Piloten gekriegt, ne? Und dann beim Event 12 Mann zugucken im Geschwaderstart mit 8 neuen Piloten. Das war echt ein Bild für die Götter. Das war wie ein Torpedofächer quer über die Startbahn. Flugzeug-Potpourri oder was? Ja. Aber alle in die Luft gekommen. Ja, auf die ein oder andere Naja, Weise auf sind sie in immerhin. die Luft gekommen. Ist ja Oder in schon die mal Luft was. gegangen, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Es war nicht schön, aber es war selten. Ich starte hier gerade querfeldein und wäre fast in einen Haufen 109er reingerauscht, die da nacheinander reinspawnen. Ja, ich Dann bin, glaube gebe ich ich, mal dran Gas. vorbeigekommen. Also wenn du jetzt gerade über die Startbahn fährst. Ja, du, ich bin gerade vor dir lang. Alles Ja, gut. Karaya ist von mir. Ach, du bist von mir, Bin ja, ich gerade bin in der bei Luft. KRLS. Jetzt. Karaya war, glaube ich, dann auf unserer 7, 8 Uhr gestartet, gell? Ich bin auf einer 9 Uhr jetzt, glaube ich. Hi. Ja, du bist auf meiner 9, ich setz mich dran. Habe ich da gerade ein Hi gehört in TeamSpeak? Ja, hast du? Jo, hi. Ah, der Lacker, Balaka. servus. Lacker, wir sind gerade abgehoben. Okay. Was mache ich, müsste erstmal laut abwählen. Schade, Attacker-Reihe. 115 und 12:15. Gleich werden wir von einem Geschwader unsichtbarer Spitfires gebounced. Ich hatte zumindest nicht dieses Erstellenproblem, also bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich. Ich sehe Stimmt, das keine hatte ich auch noch Fokus. nicht. Das ist doch, glaube ich, meistens ein guter Indikator, dass irgendwas dann nicht passt im Anschluss. Kontakt über Folkestone, vielleicht 2000. Jetzt an der also leicht nassen Fußes, Victor. direkt bei Ja, dir dann. Victor. Schnell Jäger, leicht unterhalb. Vielleicht 1000 unter uns. Ist eine Spitty. Ja, Victor. Ich Wenn werde ihr rein wollt, ich draufstürzen. bleib dann oben, Victor. Ich gehe mal rein. Dass er dich gesehen hat, gell? Nee. Ah, doch, hat er, doch, doch. Nee, der ist noch Kerzen. Jetzt hat er. Zieh wieder hoch. Na, wie klar. Folgt dir, glaube ich. Kann er doch gar Ah, nee, nicht. die andere 109, sorry. Und der Die war ja 209er wesentlich war noch bei unter. dir dabei. Ja. Ja. Oh, eine bricht jetzt aber wieder zurück zu ihm. Bin in der Lisa, gehe wieder drüber. Der geht zurück Richtung Folkestone. Einer, der nicht zu uns gehört. Ich sehe sie gar nicht gerade, die Speedy. Oh, die, Ist oh Richtung ja, ich glaube, ich sehe Folkestone, sie jetzt. Halo 3-5. Ja, ziemlich niedrig. Ich stürze wieder drauf. Jetzt gleich an der Küste. Okay, ich bin wieder auf Halo 50, fliege Ich hänge Richtung mich da wieder nicht Folkestone. dran. Siehst du mich? Ja. Okay. Ich bin gerade in einer leichten Rolf. Liegt da. Und ich glaube, es ist noch eine gelbe Nase hinter mir. Hinter dir, genau. Hat mich gesehen, bricht wieder runter, ist jetzt über Folkestone Halo 2-0. Ich sehe einen Kontakt 2 und Kannst ich du weiß von dem nicht, ob ablassen, das wenn der Typ Heretic da unten ist. ist. Zieht gerade hoch der Kontakt. Ja, das bin ich. Zwischen Dover und Folkestone. Vote Ja, das sind die beiden. 109 geht jetzt an die Spit wieder dran. Kontakt. 3 Uhr hoch, das ist eine 109 aber. Vor dir, 11 Uhr kommt einer schnell auf dich zu, unterhalb, aber nicht, wird dir nicht gefährlich. Jetzt vielleicht 10 Uhr oder so. Stützt jetzt auch. Ich glaube, der stützt bei euch rein. Vorsicht, Heretik. Kommt jetzt ein Ja, dritter Victor. Kontakt rein. Aus Nord, Nordwesten. 4 sind da jetzt insgesamt. Tendenzen ist bitter, aber ich kann es nicht erkennen. Keine Sicht.
auf deinem 3 Uhr Flügel jetzt bei Dover eigentlich schon fast. Aber alle tiefer, ist alle da unten am 1000 Meter. Ah, ich habe ja, eine Maschine, die will mir hinterher. Ist das eine 109? Wir haben jetzt mittlerweile auch 4 Stück hinter uns. Ich glaube, da sind Feindmaschinen dabei, Karaja. Negativ, hier ist eine 5 hinter uns. Ich dreh mal über Rolf. Ich schau mal. Ja, ich glaube, da sind Feindmaschinen dabei. Ich geh mal über Lisa. Und steigen noch. Ja, eine Speed hinter mir und einer anderen 109. Ja, eine Speed hinter mir. Ich sehe, warte mal, ich sehe. Ah ja, Victor. Warte, dann schau ich mal. Ich bin auf Halo 25. Ja, ich steige hoch. Da ist noch eine Spitfire hier auch bei uns hier bei dem Fünferpull. Kommst du klar, Karaja? Die jetzt ja, hängt jetzt sehr nah zu dritt zusammen. Wenn du kannst, wieder bitte so in Richtung Dover fliegen, also wenn du Hilfe brauchst. Ja. Komm auf mich zu. Ja, ich steig da weg, die kommt gerade nicht hinterher. Unten ist wirklich noch eine Spit, die geht auf eine einzelne, aber die lasse ich erstmal. Ich glaube, ich bin über. Bei Dover sind doch die Radaranlagen, ihr oder? Ihr seid wieder frei, Karaja. Glaube ja, ich, Victor. Oder? Dover hat doch die Radaranlagen. Ich bin gerade blöd. Ich glaube, ich bin über Dover. Ja, zwei ja. Spits sind jetzt tief, wenn ich es richtig sehe. Ich gehe jetzt eine Spit an, die ist ungefähr Halo 55. Dreht gerade vor mir ein. Victor? Ich bin gerade ja auch mit. Ah ja, du bist an mir vorbeigesaust, glaube ich. Unter dir ist auch noch eine, halt dich schnell vor sich, wenn du jetzt eine leichte Lisa bist und schießt. Ja, getroffen. Victor, dann gehe ich auf die andere. Deine geht erstmal bis. Oder deine die versucht dir zu folgen, schaff's aber nicht, ich komme aber ran. Bin gerade in der Lisa. Ja, Victor, ah. Der ist auch, aber ich glaube nicht, dass er die jetzt noch holt, oder? Ah, könnte schon sein. Ja, ich hab ihn. Oh, hat Wasser, hat Wasser. Oh ja, ja, trudelt jetzt weg, aber der hat mich nicht. Ja, tangiert. Ich glaube, da kommt hinter dir einer, unter dir ja, einer ja, rein. Ja, das war der zweite eben. Bleib schnell, dann dürfte eigentlich nicht rankommen, oder? Nein. Zieht jetzt hinter dir rein, kannst du über Lisa gehen. Lisa. Wie nah? Der ist noch weit unter dir, folgt dir aber nicht. Oh ja, ich sehe ihn unter mir direkt, der geht auf die 109, da flippt ja. Sich drauf. Ja, ich geh jetzt auch drauf, ich bin direkt hinter ihm. Ah ne, ich kann nicht drauf, ich muss noch mal kurz raus. Ich bin direkt hinter dem. Victor. Naja, jetzt dreht er weg. Na, jetzt ich muss ich doof fragen. Der Hafen. Ich gehe auf den mit dem Wasser, der ist noch gefährlich. Ja. Ja, gehe ich auch gerade drauf. Der Hafen an der nördlichen Kante, an der nördlichen Kurve hier. Nördlich der weißen Klippen, das ist doch Dover, ne? Die andere ist. Dover ist die östliche Stadt mit dem Hafen. Es gibt noch so einen kleinen Hafen in Volkszone. Ja, ich bin über Dover auf. Vorsicht, Karaja, da kommt die andere Spit jetzt, wenn du gerade die Wasser angegangen hast. Ja, Victor, Victor, ich gehe mal. Der steigt ja hinter hoch, Vorsicht, ich komme ran, aber er ist in Feuerposition langsam. Versucht schnell zu bleiben. Schießt. Ich halte ihn gerade. Bin aber noch weit weg. Ah, ein anderer 109 schießt. Schön, jetzt hat er, hat ihn weggeschossen, bis frei. Hab ihm einiges mitgegeben. Schöner Treffer. Ja, erstmal raus, leider noch keine Beschädigung auf dich. Ja, aber du hast etliche Treffer gelandet. Ich habe sogar, habe ich selten gesehen, aber man muss eben so einen. Ja, ich habe ganz wenig Brand da drin. Da hatte ich, glaube ich, sogar auf der Flügelspitze mal kurz ein bisschen ja, die Nachglimmen sehen kann. Das ja, sein. Das, die geben so weiße Wölkchen ab. Ja. Der oder ist untergegangen. Der eine ist jetzt runter. Die mit dem Wasser sehe ich nicht mehr. Ja, dem habe ich drauf gegeben. Ich glaube, der ist weggestürzt. Ja, Victor. Du bist in der Rolf, oder? Leichte Lisa. Ah, Victor, das ist nicht. Ich glaube, ich bin direkt vor dir. Ja, Victor, auf 60, ja. Knapp drüber. Ja. Bist du ich noch bin, da? Ja, ich bin über Dover auf Halo 4-6 in einer Rolf mit einer Spitfire. Oh, da können wir mal schauen. Halo 4-6, sagst du? Ja. Position. Flakwolken auch um mich rum. Ich bin eigentlich direkt über Dover. Das ist auch der große Hafen, ne? Ja. Der Riesenhafen okay. Mit der Landzunge. Wir sind jetzt eher Richtung Folkestone. Bist du trockenen Fußes oder nassen? Gerade trocken, gerade nass. Also wir drehen über der Küstenlinie. Ah, ich sehe die. Direkt über dem Hafen drüber, glaube ich. Oder da ist ein Kontakt. Genau. Aber und ich bin auf 5 und die Spit ist auf 4-5 hinter unter mir. Wir drehen gerade jetzt über den Radaranlagen Bodenzielen. Ja, dann sehe ich was anderes. Ich sehe die über dem Hafen, aber die sind deutlich tiefer. Ja, ich sehe jetzt oh, da kommt weiterer Kontakt links rein, Karaja, auf deiner etwa 9, 8 Uhr. Bits. Selbe Höhe bis leicht, ne, leicht unterhalb. Ich sehe auch einen auf 3 Uhr. Hier ist jetzt eine zweite Spit, glaube ich, noch. Ist einer von euch gerade in der Lisa?
Nee, wir sind wesentlich höher als ihr beide. Unter mir fliegt 109 von 109. Speed die LV niedrig, die gehe ich mal an. Vor dir weit, oder? Ja, Richtung Deal. Dann schaue ich mal, ob ich noch Heretik finde irgendwo. Die versucht noch 109 nachzusteigen. Ja, ach, das dürfte meine dann sein. Ja, aber schon ein Stück über Wasser, oder? Fliegst du auf den Konvoi? Nee. Ja, dann bist du das nicht. Aber ich sehe gerade jemanden, die ist. Oh Gott, jetzt sind hier auf einmal ganz viele Maschinen noch. Mich überfliegt gerade eine 109. Und eine andere 109 ist gerade an mir vorbei. Das sah aus, als ob die noch eine 109 jetzt auf die Spit drauf. Genau. Ja, genau, das war meine Spit. Ach wirklich, dann warst du das doch? Ah. Ich habe gedacht, die ist ja am Deck unten. Nee, ich hab gesagt, ich gehe jetzt auf die 4-5. Ich folge dir, Karaya, hinter dir, wenn du nicht mehr kannst. Oh ja, schöne Treffer. Jo. Jetzt kommt jetzt Level da aus, schaut, jetzt kommt rein. Richtung Folkstone auf Halo 5-0 kommt noch ein Kontakt rein. Okay, hab ihm Wasser gegeben, geh raus. Halo 50? Ja, aus Folkstone. Feind oder Fragezeichen? Kann ich nicht sagen, noch weit weg. Okay, sind nur 109 im Moment hier auf Halo 55. Bin jetzt auch blind auf die Spitfire. Speedy ist runtergestürzt. Die ist mit Wasser runter. Wie kommt hinter mir rein gerade? Auf meiner 5 Uhr. Ganz hier, bist du der... Ich bin direkt vor dir. Nee, der nahe, gell? Okay. Nein. Nee, okay. Jetzt deine 11, 10 Uhr. Ja, Victor. Wir sind auf Halo, der Karai ist auf 60 etwa und hält jetzt so auf Folkstone zu. Ja, ich bin hier bei euch. Dui, machst du mal Rolf Lisa? Bin auf deiner 4 Uhr, gleiche Höhe. Karaya ist auf meiner 11. Ja, ich sehe ihn. Ah, ich flieg 09, halb 10. Das wird bei mir ein bisschen dauern, ich habe hier auf der Höhe nur noch 1-0 als Maximum. Ich gehe mal Rolf, dann kannst du schneiden. Ja, Victor. Hat doch bis jetzt ganz gut geklappt. Da kommt eine 109 rein. Bist du das, Heretik, auf der 5? Auf deiner 5, ja. Ja, Victor. Oh, Kontakt nach Eastchurch, selbe Höhekarreihe, noch relativ weit entfernt. Ich sehe einen, ja, ich sehe, ja genau, also, und ich sehe einen näher noch unterhalb. Okay. Meine 1 Uhr jetzt. Der eine Feind, aber der hohe Feind näher zu. Bitte Hurricane auf der 1 bis 2 Uhr, leicht unterhalb. Ja, dann halte ich immer um 11 hin und bleibe auf Höhe erstmal. Oh ja, ich sehe die anders, bitte. Der andere Hurricane hier. Victor, der andere hat uns erstmal, denke ich, nicht gesehen, der kommt nicht zu uns. Schneid mal die Hurry-Ogare Rolf ab. Bin blind auf Hurry, wenn du reingehst, hänge ich auf meine Speedy. Speedy stürzt runter. Der andere Kontakt fliegt weg. Oh ja, der macht auch mal. Der stürzt aber ordentlich durch. Jetzt sehe ich ihn. Das nenne ich mal Wahnsinn, vorsichtig. Wahnsinn, das ist ein Powerdive, 90 Grad runter. Wir haben jetzt noch den hohen Kontakt, Karaya, über Lüm jetzt genau, auf unserer Höhe. Aber noch weit weg eben, Lüm. Victor, Drehwaliser. Jetzt eher so Little Stone, aber noch jetzt eben weit, weit weg. Ich habe kurz einen Blackout gehabt, wer, wo und was Lim ist. Muss ich aber gleich nochmal schauen, ob ich ihn noch sehe. Wir sind stark über Lisa gedreht, Heretik. Ich bin an Karaya dran. Ja, Victor. So, das war mal eine vorsichtige Spit. Ja, der hat ordentlich. Bin auf deiner 3 Uhr gleiche Höhe, Dui. Jo, Victor, ich sehe dich. Der ich sehe den Kontakt, ich sehe ihn nicht mehr, ehrlich gesagt, leider. Aber der negativ. War gesagt auf unserer Höhe. Karaya, Mann. Ich dachte gerade auf 1 Uhr leicht oberhalb was gesehen zu haben, aber hinter ich finde es nicht wieder. Hinter uns in der 5 ist auch noch was. Halb 6 eher jetzt. Auf, vielleicht so 1000 Meter maximal tiefer. Victor fliegt Richtung Manston Rams geht. Genau. Vielleicht ist ja auch wieder die Spitfire, dass die da irgendwie rumgeht. Schauen wir mal herum. Ich befürchte, wenn wir da wieder ankommen, dann ist 10 Kilometer leitet er von den... Oh, jetzt ist er aber, jetzt kommt er sogar ein bisschen in die Richtung, wenn wir jetzt da reindrehen. Jetzt fliegt er Richtung Deal runter. Genau. Bin blind. Er ist jetzt an der Küste, Deal. Nördlich von Deal, genau. Ah, Victor, haben Sicht. Ich sag mal gute Nacht.
Gute Nacht. Und der kommt auf uns zu. Vorsicht, Karaya. Feind. Ja, ich glaube, es ist dieselbe Split. Ich bin über dir, also ich stürze dann, könnte dann problemlos auch runterstürzen. Dreht jetzt über Rolf und bricht wieder runter, oder? Nee, bleib nach oben. Gehst du drauf? Bleib gerade. Ja, ich stürze runter. Victor. Und bleib komm gleich wenn hinterher. Wenn du richtig, dann stürzt du auch drauf. Dann ja, ich gehe hinterher. Lass du nicht zu weit runterziehen im Notfall. Stimmt's gerade. Oh, der hat aber nichts bemerkt, oder was? Ja, Palle runterführen kind, nicht. Nein, doch nicht. Ja, ja, aber lang schon. Was er hat geschossen. Speedy hat geschossen. Noch. Ja. Also, okay, einfach mal Schreck oder was? Ja, ich weiß nicht. Ja. Ihr seid frei. Ja, ich mal gerade aus. Geschossen. Ich drück nochmal auf ihn an. Ja, wie klar. Ja, der hat aus Panik irgendwie nochmal geschossen. Keine Ahnung. Der Schock wahrscheinlich. Ich glaube, der hatte dich nicht gesehen, gell? Nee, definitiv nicht. Na, stimmt, du bist ja auch nochmal, der hat auch nicht, Vorsicht rammt euch nicht, aber passt schon, ja. Nee, ich hab ihn im Auge. Jetzt macht er was, vielleicht mal über, nicht rammen. Oh, schöne Rollen hat er gemacht, oder? Ja. Hat gut ausgewiesen. Ja. Ja, ich geh nicht hinterher. Ja, der wird jetzt ziemlich schnell. Ich glaube, der fängt sich auch nicht mehr. Oh ja, jetzt geht wieder aus. Aber der ist schon wieder aus. Genau, mit dem Wasser und den Treffern. Ich glaube nicht, dass da noch viel Gegenwehr kommt. Genau. Da wird froh sein, wenn er jetzt irgendwie noch runterkommt. Okay, ihr seid wieder zusammen, gell? Ich bin gerade blind auf euch. Ah, bin der in der Lisa. Jetzt. Ich glaube, der war jetzt, wenn du jetzt. Ah, du bist gerade immer noch drüber geflogen, oder? Ja, Victor, nach Folkestone ist jetzt Karaya leicht westlich von Folkestone. Ja, Victor, ich glaube, Absicht. Karaya, einmal Rolf, Lisa. Ja, Victor, Absicht. Ah, ich bin auf 0,95 halb 11. Ja, ich komme wieder ran, ist ja hoch genug. Warum ist denn der Redig so hoch? Was soll denn das heißen? Über mir sogar, ich war doch die Höhe. Nee, ich bin nicht über dir. Ich da kommt bei mir jetzt hinten was rein und ich befürchte, dass der mich gleich angehen wird. Die 109. Ja, sehe ich, 109 hier. Ja, aber der hat's auf mich abgesehen, glaube ich. Er dreht wieder ab. Ja, Victor, dahinter, oder Heretik? Das bin ich dahinter. Oh, Horido, da haben wir wieder was bekommen. Horido. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hänge mich wieder dran. Oh, schöne Kämpfe bis jetzt. Alle sehr hoch. Die habe ich im Moment ganz gern. Herbert Pervert landed in friendly territory. Das ist auch ein geiler Name. Meinst du, das war er? Also wahrscheinlich, oder? Das kam nach der Abschlussmeldung. Könnte die zweite gewesen sein. Ja, ich meine die genau, die ihr da gerade angegangen wart. Die könnte hätte so langsam runter sein können. Kontakt leicht erhöht Richtung Dover ist ab 109. Das ist eigentlich der Typ, der gerade abgedreht hat von Louis. Ja. Na, du hast einen Picknickkorb mitgenommen, oder was ist los? Warum? Picknickkorb. Extra Gewicht in der Maschine. Achso, naja, die E1 ist jetzt kein italienischer Sportwagen. Hast du ihn galant gemacht und eine Flasche Shampoos eingesteckt? Hat er das wirklich gemacht? Ja, der hat Geburtstagsfeier von General Theo Osterkamp. Genau, stimmt. Der Kontakt unter uns, 3 Uhr, vielleicht so 2000 Meter tiefer, hält auf die Küste zu, auf Folkestone etwa. Blind. 2 Uhr bei dir jetzt etwa, Karaya. An dem Fluss, der nach Dover führt. Habt ihr es unter uns? Die sehe ich da schaue ich mal, nicht. Ich drück mal an, die sind ziemlich weit unter uns, aber... Ich gehe Duis mal. Das andere ist auch eine Split, Victor. Wie hoch sind eure Kontakte? Auf einer, ich würde sagen, 4. 40 etwa, genau. Ist an der Küste jetzt direkt über Wasser. Ich habe ich gerade verloren, Karaya. Victor, ja, ich gehe hier 2 Speedies an die Richtung... Wie hoch sind die? Alim fliegen, ich glaube, die sind ungefähr 25. Okay. Ja, Heretik, dann ich halte mich mehr in der Mitte zwischen euch auf, aber du bist ja erstmal auf mich allein gefällt, also. Victor.
habe leider jetzt Karaya gerade verloren. Ordentlich drauf gehalten, eine. Schön. Die andere hat es anscheinend nicht gemerkt. Du bist weit über Land, oder? Oder ein Stück? Jetzt nordwestlich von Hawkins. Nordwestlich von Hawkins. Also 20 etwa? Ah, da ist sie. Ja. Na, 35. Meine Speed hat mich bemerkt, stürzt jetzt runter. Und hier den Wind. Bei einem einzelnen Kontakt östlich von Hawkins, vielleicht war das deine andere. Hab den zweiten auch noch drauf gegeben, hat Ölkühler. Sehr schön. Ah, Hokedo. Bin jetzt über Dover auf Halo 4 mit einer Spitfire. Halo 40? Ja. Zwischen ja. Dover und Dings. Oh ja, ich sehe euch, da fliege ich mal hin, Karaya, die sehe ich im Moment auch nicht. Victor, ich lasse von den beiden ab, die haben sind direkt an der gekommen. Küste zwischen Folkestone und Dover. Unter den beiden, bei Folkestone sind tief auch noch zwei Kontakte an der Küste. Victor. Aber wirklich tief. Du bist der Höhere, der genau. Ja, ja. Ich sehe einen Kontakt fast über Dover auf schätzungsweise Halo 55. Ja, das dürfte ich sein. 55, genau. Und vor mir ist auf fast derselben Höhe Heretic und drunter 1000 Meter die Spit, auf die gehe ich jetzt mal an, Heretic, vielleicht sieht sie mich nicht. Ja, Victor, ich bleib in der Rolf. Genau, ziehe sie gern, ja, der folgt hier noch brav, also. Ja, Victor, über Lisa, wenn es geht. Leicht Lisa. Ja, gehe Lisa. Damit er nicht so in mein, damit ich nicht so in sein Fenster komme. Jo, ja. Er beißt, er dreht gerade. Jo, ich komme nun leider keinen so super Winkel. Jo, hab ihm einiges mit MGs mitgegeben, leider optisch, er bricht runter. Keine jo, ich gehe rein. Victor. Drunter ist da noch ein Kontakt direkt unter dem, aber der ist so 1000 bis 1500 Meter tiefer noch. Ja, sehr schön. Ich glaube nicht, dass er dich sieht. Nicht zu lang kurven, Vorsicht. Schöne Treffer noch, oder? Beiden, ja, ja. Kanonentreffer auf beiden. Ja, er geht, warte, jetzt kommt er wieder, glaube ich, hoch. Oder was macht er? Wir sind jetzt bei Hawking, leicht östlich Karaya auf Halo 40 gleich. Ich stürze mal den, behalt du mal den im Auge, ich stürze ja, mal den eins tiefer an und versuche ihn hier mit mir mitzuziehen. Und ich gehe auf den nochmal. Nee, der bleibt oben, das ist jetzt an über der Folkestone sind vier, fünf, nein, über Folkestone sind etliche Kontakte. Ja, da sind wir jetzt auch. Hier ist eine Hurry. Ah, ich habe ihn leider nicht getroffen, der bricht jetzt über Rolf weg. Oh ja, ist Victor, ich sehe die ganzen anderen. Ja, die sind alle ungefähr Halo 20, 25. Die machen wieder Höhe, die sind wirklich auf Halo 30 bis 40 knapp schon, 30 eher. 3, 4 Spitz. Nein. Knapp. Hier ist auch eine Hurry Spitzen dabei. Ja genau, für mich, oh Gott, Spitz sind immer Feinkontakte. Wo sind die jetzt genau? Nicht. Oh, da kommen noch zwei hoch auf 50 rein, aus Norden. Eine 109. Direkt auch über dem Getümmel gerade. Also ich bin jetzt leicht, über Hawkins auf 55. Ja, ich bin auf 45. Über, ich genau. Bin auf 45. Ich gehe eine Spit an, die genau bei Folkestone an der Küste ist. Genau Folkestone Stadt. Ist auf die inner Lisa? Inner Rolf. Inner Rolf. Die könnte ja, die sein, dass die hinter mir hersteigt. Victor, wenn du inner Rolf bist, dann bitte wieder ja, über Lisa, wenn es geht. Genau. Ja, ich gehe über Lisa. Victor, der ist durch Außerschuss, der kommt auch nicht ran. Ja, ja. Ja, folgt dir, glaub erstmal, bist du das? Jetzt ja, dreht er gerade. Ja, jetzt führt sich drauf. Wir sind, jetzt sind direkt zwei unter mir. Ja, ich gehe auf den, ich sehe nur den vorderen. Schieß gleich. Oh, sauber, sauber, sauber. Ja, der kam auch schön rein, Victor. Ja, ich gehe wieder hoch gleich. Die Energie. Oh ja, hinter mir, oh, genau, ich ist die andere. Ich gehe auf die Hurry runter. Folkestone. Hallo, 40 bis 50 gleich ich. Victor. Hier, ey, da kommt noch einer rein, Heretic. Wir müssen langsam wieder ein bisschen auf Nummer sicher machen. Hinter dir ist wieder einer, aber noch weit weg. Ruder bei der Hurry weg. Sehr schön. Direkt über der Stadt, Karaya. Ey, kannst du über Lisa rausziehen, Heretic? Da dir folgt noch einer. Die Hurry folgt dir sogar nah. Ja, ja, ich kann gerade, ich will aber gerade nicht aus der Rolf raus, sonst verliere ich zu viel Saft. Ja, Victor. Die Hurry ist gerade gestallt. Ja. Wer geht jetzt gerade die Spit an für Hawking? Das bin ich. Hat jetzt, Victor. Ölkühler. Genau, die war hinter, sehr schön, die war hinter Heretic, also mehr oder weniger.
Hab noch einen vor mir. Hab eine 109 in der Rolf steigen. Halten, ja, das bin ich. Ich halte die beiden in der Rolf, die sind auf meiner 3 Uhr tief. Aber tief, gell? Ja. Die werden, glaube ich, gerade noch von Karai angegangen, oder was war das? Nee, ich stecke gerade hoch. Ich hab den einen angegangen, den du. Ich gehe noch auf eine Split direkt über Hawking. Ja, sehe ich in der Rolf, oder? In der Rolf, genau, schieße ich jetzt gleich. Ja. Ja, schöner Treffer. Nein, ja, ja, nee, aber nur ganz wenig leider. War nicht gut. Wenn du es also vorziehen müssen. Ah, da geht eine weitere 109 das ran. Das bin ich. Das ist Heretik, glaube ich. Wer? Ja, ich stütze auch mal rein. Ja, so, der hat dich nicht gesehen, glaube ich. Ja, Treffer, Treffer, schön. Ich ramm. Jo, der hat Riesenlöcher in beiden Flügeln. Palle-Kill. Boah, ja, ich wollte schon sagen. Sehr schön. Horido, das klappt im Moment gut. Zwei Kontakte. Zwei Kontakte was? Zwei Kontakte, Halo 4-3 aus Westen kommend. Ah, Tobi überfliegt mich gerade. Streichen, ja. Ich könnte mich auch einfach gerade verguckt haben. Bei mir waren da gerade zwei Flakwolken, deswegen ja. Verwirrt. Wollen wir uns wieder sammeln, ein bisschen geordnet? Ja. Karai ist in der Lisa, gell? Ja. Bin jetzt ich bin in der Rolf über Volkstone, leicht inländisch. Ja, ich bin auf 45, ja. Auf meiner Tiefen 4 ist eine Spitfire. Versucht hinter mir her zu klettern. Okay, Karan, wir kommen schon einfach schön steigen und schnell planen. Die hat sich's gerade anders überlegt und fliegt jetzt. Ja, ich stürze jetzt gerade, weil die sich's anders überlegt hat. Ja, ich sehe eine Hurricane, geht jetzt über Lisa. Ja, ich gehe wieder raus. Ich bleibe erstmal oben. Ich schau mal, dass ich drauf stütze. Ich habe nur noch MGs, aber. Nö, genau. Haltet die ruhig runter. Ich komm auch gleich wieder rein. Naja, ich glaube, ich habe ihm nur ein paar Treffer versetzt. Ja, das ist aber nicht schlecht. Der zieht gerade jetzt dir hinterher. Ja. Ja, ich ziehe ihn ein wenig. Aber einer hat dich gesehen. Sonst sehe ich hier auf der Höhe im Moment nichts. Sieht ganz gut aus. Ja, keine Schusslösung. Okay, ich dreh nochmal herum. Der stallt gerade. Oh, Meteorschweif. Jo, er trudelt. Ich geh ihn mal an. Geht, glaube ich, gerade zu zweit drauf. Ist ja nicht verkehrt. Ja. Heretic ist, glaube ich, vor mir. Ja. Bin wieder raus. Hab ihn draufgegeben mit den MGs, aber nichts Großartiges. Oh ja, wer weiß. Er stallt wieder, der will wieder auf mich schießen. Ja, er ist ein gieriger Hund. Ein gieriges Kerlchen. Ich stütze nochmal drauf. Ja, Victor, ich komme mit. Jetzt kommt der sehr nah, Vorsicht, Vorsicht. Oh ja. Ich gehe nochmal drauf. Ich glaube, ich sehe da nicht. Wenn ihr wieder ein bisschen Höhe machen könnt, dann gehe ich nochmal drauf. Ich habe ihn jetzt verloren. Von oben runter. Ja, ich sehe jetzt Richtung Hawking. Über den Golfplatz. Genau, Golfplatz ja, an der Küste wieder Augen. Ich schieße gleich in wenigen Sekunden. Ja, du, ich gehe gerade rein. Ja, hab ich gesehen, du bist schon wieder weg. Ja. Naja, bin raus. Er ist jetzt schon mittlerweile auf 20. Direkt wieder hoch. Ich gehe auch rein, er dreht über Lisa, er sieht mich gerade nicht. Ah, Victor, der hängt sich sogar oder hat wieder versucht, sich an mich zu hängen, keine Ahnung, was er macht. Ja, komischer Manöver, aber er bleibt witzigerweise relativ unbeschädigt, gell? Nee, der hat schon eine Packung bekommen. Ja, genau, aber optisch zumindest ohne gravierende. Aber ich würde ja langsam, könnt ihr euch überlegen, da rauszugehen, der ist jetzt, glaube ich, schon noch richtig tief. Ja, der tief, ist schon eh jetzt niedrig. Ja, ich gehe noch einmal rein und dann gehe ich über Wasser nach Hause. Da kommt ein hoher Kontakt von Eastchurch rein Richtung Hawkins. Könnte ein Hurricane sein auf Halo 45. Na, ist meine Höhe. Warte. Wie weit noch? Der ist jetzt direkt nördlich von Hawkins, zwischen Hawkins und bei mir irgendwo direkt. Canterbury. Ja, ich such. Ziemlich genau Halo 45. Der hier fliegt ist schon Deal. Wieder im Vollstall. Deal.
ist jetzt zwischen Hawkins und Deal. Ja, da bin ich witzigerweise. Kann es nicht oder, ich sein? Ja, vielleicht bist du das. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur aus der fernen... Ja, ich gehe meine Rolf, eine stärkere. Ah, dann bist das du. Ja, okay. Ja, das wird wieder ein Ace in a Flight-Video. Bitte? Du musst sie doch genug abgeknapst haben, aber die Pilot-Pills... Ja, schau doch mal. Ach, ja, ich fahr nicht hin. Ist alles irgendwie... Oh, bei mir auf Hallo 50 ist da einer von euch. Über Wasser... Ja, ich komme jetzt die Küste entlang so. Zu dir, auf ja, deiner Einöhe. Packst du es, Redig? Ja, ja. Der ist... Der tötet sich ständig dran, die gesamte Energie. Wenn du gehen könntest, dann wäre ich schnell dran. Ja, ich kann nicht über Lisa gehen, weil der ich hier... Ich meine Karaya, meine ich. Naja, wir sind hier beide auf derselben Höhe, deshalb. Ja, sehr schön. Geht's noch gut? Bist du noch motiviert? Trotz deiner fehlenden Kanonen? Oder ist ein Flug auch als erfolgreich werden? Wieso nicht? Ach. Double Ace geht sich auch noch aus. Du geclaimed Spitfire, na bitte. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wer das war. Muss ein Uralter gewesen sein, der so ein paar Kugeln wahrscheinlich nur... Er ist sogar gestanden, hast den Pilot getötet. Also der dürfte irgendwie aufgeschlagen sein. Oder ja, ja, immer. Aber wahrscheinlich nicht wegen der Schusseinwirkung. Na, schöne Luftkämpfe bis jetzt. Was schön, da kamen ein paar rein und gut, auch über Volkswagen jetzt. Aber bei den armen Speeds, die ich gebounced habe, habe ich mir schon gedacht, ob da nicht vielleicht jeder der Invisibility-Ding reingespielt hat, weil die haben sich zum Teil wirklich überhaupt nicht gewehrt. Auch wie sie schon beschossen waren, die haben dann irgendwie so weitergezogen. Ach, sind die zwei, wo du da einzeln warst? Genau, da habe ich zuerst den einen beschossen, der ist dann über Rolf gegangen, der andere noch ist noch weitergeflogen, so aha, ja. Da weiß man manchmal nicht, was dann da vorgeht. Auch der davor doch uns weiß, der da aus östlicher Richtung kam und uns dann unterflogen hat, auf den du bist. Der hat den Flug ja auch erst weit und erst beschossen gehabt, ja. Und der wusste auch nicht, was er machen soll. Oder flog einfach weiter erstmal. Aber bis jetzt heute nur einen einzigen Pilot Kill gescored. Das ist irgendwie komisch. Bitte? Ich habe schon genug Wasser und Öl gesehen bei dir, also bei den Feindmaschinen. Der Typ hier, ich bin echt gerade super gierig, ne? Aber der Typ hier reißt ständig in den Stall rein, die Kiste. Ach, bist du immer noch in dem Luftkampf? Ja, ja. Harry. Ah? Ja, ja. Wo ungefähr? Über Dings, Folkestone, ganz wahrscheinlich auf null mittlerweile, oder? So gut wie. Ja, ansonsten, wenn dir der am Sack geht, ziehen einfach raus und wir stürzen rein. Genau, das wäre ja, eine Variante. Bleib jetzt hier, ich lande ja immer wieder Treffer auf ihm. Okay. Und wenn es irgendwann dann ganz kacke wird und jemand dazu kommt, dann fliege ich übers Wasser raus und schreie laut um Hilfe. Das ist gut. Ja, ich versuche hier euch mal optisch auszumachen. Aber ja, ich jetzt ist er abgeschossen. Burrito. Sehr schön. Das war Ibiz. Gut, da habe ich sogar fast den ganzen Kill bekommen. Wie geht das? Das weiß ich auch nicht. 6,54. Wo stehe ich? 2, 1,5, 1,25. 6,54, ja, das ist auch gut. Der Flug insgesamt ist nicht schlecht hier. Da haben die Spitz nicht viel zu lachen. Also bei mir hat noch nicht mal einer auf mich geschossen bisher. Wie ist mein Score? Ich habe das nicht belegt. 1,21. 10 Uhr, selbe Höhe, Karaya. Über Deal. Leicht irgendwie sogar. Keine Sicht. Sehe ich nicht. So, ich gehe jetzt noch auf weiter Kurs entfernt. 100. Also wenn du die, sozusagen die Richtung raus hast. Ah, jetzt sehe ich ihn erst. Jo, ich, ja, kam von Frankreich, glaube ich, also. Ich gehe jetzt Kurs 115 von Dover nach Hause. Victor. Bist du frei? Hab hier, ja, ich bin frei, hab aber noch einen Kontakt, der hier über Dover kommt gerade Richtung frei, Inland fliegt. Zwei Kontakte. Zwei Feindmaschinen, Halo, 200 bis 500 Meter über Dover Richtung Inland. Ja, Victor, aber könnt ihr nicht gefährlich werden, ja, dann stürzen nee, die fahren auch in die knapp 50 Richtung. Jetzt bald schon. Ja, ich bin auf Halo 3.0 wieder und ja. Auf dem Weg nach Hause.
Ich glaube, ich höre dann auch den Rückflug antreten. Besser als das wird es nicht mehr. Ja, wollen wir den nicht nochmal schnell auskundschaften? Und dann, also der liegt ja fast auf dem Weg. Also ich sehe den Kontakt so gar nicht mehr wieder. Auf deiner 11 jetzt etwa. Warte. Naja, so eher jetzt unter deiner 12 wahrscheinlich, bis halb 1 sogar von die M. Ah ja, liegt da. Fast bei den Schiffen, ne? Also ein bisschen nördlich. Ich nehme an, dass es ein Blauer ist, so, der eher eben aus Frankreich kam, aber jetzt fliegt er wirklich schon fast auf, jetzt fliegt er auf Calais zu. Könnte aber auch eine Suizidspitze sein. Ja, das kann natürlich auch sein, aber ist gleich auf Kondenshöhe. Du dürftest da schon fast sein. Komisch fliegt er auf jeden Fall eher so nach Ramsgate, jetzt wieder zurück. Ich glaube, jetzt kommt er uns entgegen. Ja, der kurft da so rum, komisch. Gerade bei der Hurry muss ich echt gierig sein. Der Typ hat jedes Mal, wenn ich ihn angestürzt habe, ne, hat er hinter mir hergezogen und ist rausgestallt. Das konnte ich nicht, den konnte ich nicht wegfliegen lassen. Im letzten Stall eben habe ich ihm mit dem MG, glaube ich, die Heckruder zerlegt, weil er dann gerade einfach nach unten weg ist. Ja, ewig geht das auch nicht gut. Also, ich meine, der frisst ja dann auch bei jedem zweiten Ausweichmanöver ja doch ein paar Kugeln wahrscheinlich und einmal nicht aufgepasst. Ja, ich habe nicht genug Höhe über ihm gehabt, dass ich irgendwie wirklich effektive Anstürze haben könnte. Ne? Ich habe immer nur so wirklich, keine Ahnung, einen ganz, ganz kurzen durch den Strahlfliegen Schuss gehabt, wenn er irgendwie aus dem Trudeln rauskam. Kannst du es erkennen, Karaka? Ist jetzt auf deiner, was ist das, tiefen 1 Uhr? Sieht mir nach 109 aus. Noch zu weit weg. Ja, 109. Okay, oh, das scheint anscheinend den Konvoi, aber es ist eigentlich der feindliche Konvoi. Ich bin jetzt auf Halo 3,5, 5 Minuten vor French Point. Ja, wir sind auf Halo 70 knapp und halten etwa auf Coquel zu, oder die französischen Klippen. Ich lasse den Dui hier auf Höhe gerade ein wenig Staub schnüffeln. Ja, was ich hier oben, also hier oben merke ich dann doch, dass ich eben nur in der E1 bin. Also da habe ich keine Chance, irgendwie an dir dran zu bleiben. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, aber meine Kugeln sind trotzdem schneller, als deine E4 je fliegen kann. Ich habe 1000 Freunde und die sind allesamt schneller als du. Versuch gar nicht erst zu laufen, das Einzige, was passiert ist, dass du müde stirbst, oder wie war das, ne? Don't run, you only die tired. Ja, ich gehe schon mal in den Landeanflug über, in den Weiten. Ja, ich naja, das ist so ein bisschen wie bei den zwei Männern, die einem Grizzlybär begegnen. Man muss ja nicht schneller als der Grizzly sein, man muss nur schneller sein als der andere Mann. Da gab es in einem amerikanischen Waffenmagazin mal einen schönen Artikel zum 1. April, wo sie gefragt haben, was die Lieblingswaffen für Wanderausflüge zur Verteidigung gegen wilde Tiere sind, ne? Und da sagt halt einer seine 22er Derringer mit zwei irgendwie Kontakte zwei Schuss. Unter uns, Karaya, Victor. Genau unter uns, 2-3 Uhr sowas. Er sagt, er wäre einmal in der Nation. Drei jetzt übrigens. Ich glaube, ein Bomber, oder? Oder ist irgendwie eine 110 oder ist es so vielleicht sogar eine Blenny? Jetzt, warte, die habe ich gar nicht gesehen, die sind viel tiefer, meine jetzt etwa auf deiner Gott 9 oder sowas. Unten beim Bomber, 209, eine Blenny wirklich. Direkt fliegt auf Calais zu, vielleicht so 2-3 Kilometer an der Küste direkt, auf Höhe Ende der Klippen ist Coquel. Aber die wird, glaube ich, gerade zersäbelt von den 209ern. Ach, negativ, sorry. Ist doch ein Deutsche. Was auch immer. Der ist ein 110. 110, gell. Na, sorry. Bist du auf 35? Nee, ich bin gerade im Finalen. Ich bin gerade auf 35 und werde jetzt landen gehen, aber nicht bei Coquel, sondern... Genau, vernünftig. Vernünftig. Was nehme ich denn für ein erlesenes Flugfeld? Ich nehme mir, glaube ich, Pöbling. Jo, du suchst ja wirklich Flugfelder aus.
Ich kann ja, also in freundliches Gebiet fliegen, etwas mit einer Landebahn finden. Ja, nein, ich habe hier so ein Glücksrad neben dem PC stehen und da sind halt die Flugfelder drauf. Und dann drehe ich das einmal und dann steht da ein Flugfeld. Das muss ich dann anfliegen. London. Dachte, du gehst nach den aktuellen Sternbildern. Das oder natürlich so. Auch. Also, was natürlich auch gut kommt, ist Bleigießen. Ich mag es ja lieber aus Tiereingeweide lesen. Vogelkunde und Eingeweide lesen, genau. Auch wenn es immer so eine Sauerei auf der Tastatur gibt, wenn du den Hamster da aufmachst. Landest du eher links? Ich kann links landen, wenn du magst. Gut, hab ich doch erkannt, dass du links landen willst. Naja, nach der Andeutung schon. Tag 12 Uhr, aber wird ja hoffentlich nichts Böses sein. Niemand, der uns etwas Böses will. Ah, da war ich aufgesetzt. Naja, ich hab schon ein bisschen die Stoßdämpfer strapaziert. Na, das war mal ein schöner Flug, schöner Flug. Ja, kann man nicht mäkeln. Kann man nicht mäkeln.